Ja, herzlich willkommen zum Doc Morris Talk, so kurz nach dem Spiel. 2-3 verloren gegen Velbert. Es ist wieder mal passiert, dass Alemannia Aachen zu Hause verliert. Wir kennen das Gefühl eines Sieges schon länger nicht mehr. Es war Mitte Februar gegen Rot-Weiß Oberhausen, damals 1-0. Maximilian Rossmann, du warst mit unten auf dem Platz heute in der Abwehrkette. Ihr habt dich so auf den Ball hinten gesehen, aber dreimal flog er über euch hinweg und dann klingelte es. Erzähl mal, wie kam es zu diesen sehr einfachen Toren? Ja, es ist teilweise brutal, wie wir uns selber bestrafen oder der Gegner uns bestraft. Du sagst es, der Gegner kommt dreimal vors Tor, spielen das perfekt aus, machen drei Tore. Wir im Gegenzug dazu haben vielleicht 20 Chancen, machen zwei Tore und treffen siebenmal den Pfosten. Und es ist einfach verhext gewesen, das Tor heute, denke ich, beim Gegner. Die zwei Tore müssen am normalen Tag eigentlich auch reichen. Wir dürfen niemals drei Tore gegen Velbert kriegen. Es ist einfach brutal und ich selber oder die Mannschaft hat dafür momentan auch keine Erklärung. Der Gegner war sehr limitiert. Also in ihren Möglichkeiten nach vorne haben sie jeden Ball lang gespielt. Gerade die drei Tore, die müssen wir einfach nochmal kurz besprechen. Also wie kann es sein, dass das dritte gerade vor allem, das war so symptomatisch, da flog ein Ball quer über das Feld und schon waren sie frei durch, 2-1. Kleinheider war heute der Mann, der dem einen, ja, dem, der gar nichts machen konnte an den Toren. Der wurde jedes Mal überspielt und ihr standet da an der Mittellinie und habt geschaut, was passiert. Ja, wie gesagt, also unser Spiel war heute mit Sicherheit nicht fehlerfrei. Wir machen dann vielleicht 1, 2, 3 Fehler und die Fehler werden dann brutal bestraft. Der Gegner macht auch Fehler, aber die Fehler werden dann nicht so bestraft wie bei uns. Also wir kriegen aus wirklich drei kleinen Fehlern vielleicht kriegen wir drei Gegentore. Das darf nicht passieren auf dem Niveau. Gerade gegen nichts gegen Velbert, aber das war halt vom Spielerischen her, war mir, denke ich, klar überlegen. Hat auch jeder gesehen und ja. Ist einfach brutal. Wir durften heute im Tivoli Echo lesen, dass du bis zur D-Jugend jedes Mal nach einer Niederlage geweint hast. Was machst du heute? Heute habe ich mich mit den Fans ausgetauscht, die zu Recht sauer waren, enttäuscht waren. Wir sind es auch, aber wie gesagt, wir haben momentan keine Erklärung dafür. Der Frust ist natürlich groß, aber wir dürfen uns dadurch jetzt nicht zu sehr runterziehen lassen, denn wir spielen Mittwoch schon wieder auf Schalke, was auch ein wichtiges Spiel ist und da geht es dann wieder alles zu geben und das Spiel positiv zu gestalten. Die Erklärungen sind schwierig jetzt zu finden, so kurz nach dem Spiel. Dennis Dovidat, du hast das Ganze dir heute wegen der Gelb-Rot-Sperre von der Tribüne aus ansehen müssen. Ich sage müssen, weil es halt wieder sehr anstrengend war. Wie hast du das denn gesehen? Also man hatte viele Chancen, dreimal Aluminium, unzählige Dinger, die man versemmelt hat, aber am Ende 2-3 verloren. Ja, ich glaube einfach, wie Rossi schon gesagt hat, dass wir genug Chancen hatten und die mussten dann einfach reichen. Und wenn man sich so naiv teilweise dann in der Defensive anstellt, dann verliert man halt auch gegen Velbert. Was ist denn aktuell in der Mannschaft los? Also man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass es, klar, es läuft nicht ergebnistechnisch, aber auch in der Mannschaft. Ist die Mannschaft so lieb? Yannick Löden sagte mal, dass die Mannschaft sich vielleicht zu gut kennt und sich nicht mal die Meinung geigt. Ja, und wenn sie mir jetzt erfolgreich wären, dann würde jeder reden, dass es super ist, dass wir uns so gut verstehen. Also ich glaube, das kommt immer auf die Situation an. Man kann das so und so sehen. Klar fehlen uns Typen, die letztes Jahr vielleicht öfters mal dazwischen gehauen haben, aber das ist ein Prozess. Wir haben einen relativ großen Umbruch gehabt und so Typen müssen sich dann auch entwickeln. Und im Moment glaube ich nicht, dass das was damit zu tun hat, dass wir uns alle gut verstehen, weil solche Fehler... Die machst du, wenn du dich gut verstehst und wenn du dich nicht gut verstehst im Moment. Und deshalb spielt das, glaube ich, im Moment keine Rolle. Du bist ja sozusagen der Filigrantechniker. Zumindest als du hier hinkamst, hast du ein sehr schönes Tor gemacht. Damals kann ich mich daran erinnern, gegen Köln. Jetzt bist du zum Typ mit der Kartenflatrate geworden. Wie kam es zu diesem Imagewandel, dass du jetzt plötzlich hier der Mann mit den meisten Karten bist? Ja, das sind die ersten Platzverweise in meiner Karriere. Ich glaube, dass beide relativ dumm waren von mir. Es sind gewisse Situationen, wo ich so nicht hingehen darf. Klar war auch ein gewisser Frust dabei in den jeweiligen Spielen. War die hohe Niederlage in Köln und jetzt das schlechte Spiel im Wegberg. Da muss ich mich einfach besser beherrschen. Und ja, also ich glaube jetzt nicht, dass ich jetzt ein Rowdy geworden bin oder ein brutaler Spieler. Es war einfach in den Situationen dumm von mir und daraus muss ich lernen. Okay, dann geht's nächste Woche Mittwoch weiter. Schalke 04-2, Nachholspiel 18 Uhr. Was für eine Alemannia sehen wir da? Ich glaube, es ist egal, wie das Spiel aussehen wird. Wir müssen einfach wieder ein Erfolgserlebnis haben.
In so einer Situation kommst du noch raus, wenn du mal dreckig gewinnst. Du musst mal gucken, dass du kein Gegentor bekommst. Und wir haben heute gesehen, dass wir offensiv die Qualität haben, ein Tor zu schießen. Und wie Rossi vorhin auch schon gesagt hat, muss dann ein Tor vielleicht auch mal reichen. Und man kann jetzt nur weiterarbeiten. Das Trainerteam arbeitet hart. Wir versuchen, das umzusetzen. Und wir müssen einfach jetzt Gas geben und gucken, dass wir irgendwie die Fans wieder zufriedenstellen, was schwer genug wird. Am Mittwoch gibt es die nächste Chance bei Schalke 04 2, 18 Uhr ist Anpfiff. Fan untypisch, wir hoffen natürlich trotzdem, dass ein paar mitkommen. Und damit einen trotzdem noch schönen Abend. Dankeschön.